Ja, also mein Name ist Gerhard Ley, bin nun schon an die 70 Jahre und ich habe eine besondere Beziehung zum Mobiliar über den Harmonikaspielring, der schon seit 1959 die erste Vereinsmitgliedschaft, der Vereinspartnerschaft mit einem französischen Partnerclub angefangen hat und ich finde, deswegen ist vielleicht ganz interessant, dass man einiges aus seiner eigenen Erfahrung dazu sagen kann. Der Harmonika Stierling, ein Akkordeonverein, ich bin da schon mit 10 Jahren eingetreten, seitdem ich Akkordeon spiele. Und mit 16 Jahren, also 1959, hatten wir die erste Begegnung in Mobiliar. Und seit dieser Zeit halten wir regen Kontakt mit Mobiliar. Zwischendurch war ich mal sehr aktiv nach der Berufsausbildung, nach der Facharztausbildung, als Vereinspräsident von 1977 bis 1981 tätig, später dann noch lange Zeit als zweiter Vorsitzender und bin immer noch in der Akkordeonmusik tätig und wir treffen uns noch regelmäßig mit unseren französischen Freunden aus Mobiliar. War es wirklich so, dass niemand Vorurteile hatte? Irgendwie, ich meine, zum Beispiel sogar heute gibt es die ja noch, also dann in andere Richtungen, zum Beispiel, dass sie den ganzen Tag Baguette über Croissant essen. Haben Sie da davon gar nichts mitbekommen? Oder? Die Franzosen waren relativ locker, auch mit der Zeiteinteilung, ob es mal eine halbe Stunde früher oder eine Stunde später war, das spielt überhaupt keine Rolle. Man hat sich immer irgendwie getroffen. Wenn ihr mit den Vorbehalten gefragt habt, es war zu der damaligen Zeit, als es noch nicht so in der Öffentlichkeit diskutiert wurde, was alles zu damaliger Zeit passiert ist. 39 oder 33 bis 45. Das wurde alles auch offiziell noch etwas unter der Decke gehalten, nicht so viel gesagt, aber es wurde sehr, sehr wenig angesprochen. Es gab keine politische Diskussion, nicht weil wir unpolitisch waren, sondern man ist auch heute noch in der Richtung sehr zurückhaltend, ganz einfach, weil doch zu einer politischen Diskussion gehört schon eine genaue Kenntnis der gegenseitigen Sprache. Also, und dazu waren natürlich unsere Sprachkenntnisse zu bescheiden. Wo Sie gerade Sprache ansprechen, wie haben Sie sich denn verständigt? Mehr auf Deutsch oder auf Französisch? Also die französischen Freunde sind immer sehr zurückhaltend und sagen, sie könnten kaum Deutsch, aber das war nicht so. Sie verstehen schon ganz gut Deutsch und können daher schon gut antworten, verstehen es auch. Also man hat sich natürlich bemüht, gerade wenn man mit seinem Schulfranzösisch und viele anderen auch, man bemüht sich natürlich auch Französisch, das hat auch ganz gut geklappt für das tägliche Miteinander. Und dann hat man natürlich das Wörterbuch, also es war manchmal auch ganz lustig. Und es waren zwei, drei Lehrer von französischer Seite, die Deutschunterricht gegeben haben in Mobiliar. Also es war kein Manko in der Verständigung. Beim ersten Mal, das darf man vielleicht noch dazu sagen, wir waren in Mobiliar untergebracht in der sogenannten Zollschule auf der Burg oben und es war sehr angenehm dabei. Vielleicht hatten die französischen Freunde von Lideri noch nicht genau gewusst, wie sie dann auch mit uns umgehen müssen, vielleicht gewisse Unsicherheit, aber als dann der Besuch rüberkam im April 1959, wir haben unsere französischen Freunde alle privat untergebracht. Und das hat natürlich die Kommunikation sehr gefordert und es waren ja verschiedene Altersgruppen und man hat auch geschaut, dass man hier dann die entsprechenden Altersgruppen zusammenbringen und ich kann mich noch sehr gut entsinnen,
Ich hatte ein französisches Mädchen, das gern, der ist ein nettes Mädchen. Ja, worauf ich nochmal zurückkommen wollte, Sie haben vorhin haben wir ein bisschen über die Sprache geredet und dass Sie meinten, Ihre Sprachkenntnisse würden nicht für politische Diskussionen ausreichen. Denken Sie wirklich, das war der einzige Grund, warum Sie nicht über Politik geredet haben? Oder, ich meine, Sie waren ja nicht der Älteste dort, es gab ja wirklich noch viele Leute aus der Kriegsgeneration bei den Austauschen, denke ich. Denken Sie, das war auch mehr dann Vorsicht oder Angst vor Komplikationen? Oder? Das Motto vom damaligen Vereinspräsidenten vom Herrn Dr. Winfried Geeg, Freunde, Freude, Frieden, stand schon im Mittelpunkt. Es bedurfte wahrscheinlich doch noch einiger Zeit, um hier problemfrei sich miteinander unterhalten zu können und vor allen Dingen erst, wenn man eine gewisse freundschaftliche Beziehung hat zu jemandem, dann kann man auch über solch diffizile Themen dann reden, ohne missverstanden zu werden. Und wenn Sie da gemeinsam musiziert haben mit Le Diary, denken Sie, das hat auch irgendwie zur Bewältigung der Vergangenheit oder sowas beigetragen oder zum, allgemein zu einer emotionalen Beziehung zwischen den beiden Gemeinschaften jetzt, würde ich sagen? Gerade in der Anfangsphase, der Harmonikaspielerin hatte seinen Auftritt, Le Diary hatte seinen Auftritt, manchmal auch etwas gemischt. Dann, als er sich näher kennenlernte von der Art der Musik her, gab es dann gemeinsame Auftritte, Schubert-Messe, Bach-Kantaten und so weiter, wo man dann vorher zusammenkam, vorher etwas geprobt hat, natürlich nicht von der allerhöchsten Schwierigkeit, denn man hat ja nur relativ nur kurze Zeit gehabt, übers Wochenende oder verlängertes Wochenende. Und dann kam man schon zum gemeinsamen Musizieren. Man muss dazu sagen, dass das ja inzwischen fast drei Generationen sind. Großeltern, Eltern und die Kinder bzw. die Enkel. Und es war natürlich ein sehr großer Wechsel in der Zeit, das ist ja ganz klar. Aber es gibt immer noch sehr intensive Beziehungen zu denen. Und ich kenne noch drei, vier Leute aus der damaligen Zeit, die von Anfang an mit dabei waren und natürlich auch deren Kinder und Enkelkinder. Gab es auch also wirklich große Schwierigkeiten irgendwie irgendwann mal oder war es großmöglich positiv? Denn das Verhältnis von Harmonikaspielern zu Lehrern. Also da muss man sagen, da kann es wie bei einer, um das Beispiel mal zu nehmen, wie bei einer Fernehe, gibt es immer weniger Schwierigkeiten, als wenn das sonst immer ein dauerndes Miteinander gewesen wäre. Allein schon die Distanz hat die Sache am Leben und interessant gehalten. Auch bei den Besuchen muss man immer wieder feststellen, die Unterschiede werden immer geringer. Mit zunehmendem Alter und natürlich auch zunehmender Vernetzung, zunehmendem Austausch, und das kann man also eigentlich nur als positiv bewerten. Also Sie haben ja damit auch die deutsch-französische Freundschaft gestärkt auf jeden Fall. Hatten Sie ja manchmal irgendwie Zweifel, dass es nichts nützt oder sowas? Oder? Natürlich hat das Interesse, das muss man sagen, bei der jüngeren Generation etwas nachgelassen. Ganz klar, da braucht man nicht drüber reden, ob da irgendwas dazwischen, weil es eben deren Möglichkeit genügend gab, sich dort zu treffen und dort zu treffen. Und auch die Verpflichtungen, irgendwelche Verbindungen einzugehen in einem Club, in einem Verein, ist natürlich halt viel, viel geringer als früher. Es ist natürlich wenn man das unter dem Motto sieht, der damaligen Völkerverständigung, ist es schon eine gewisse Prägung, die darauf hinausläuft, die Beziehungen innerhalb und nicht nur innerhalb der größeren Politik, sondern innerhalb der unteren Ebene am Leben zu halten und zu verstärken.
um, wenn man es jetzt vielleicht großartig sagen möchte, Verirrungen, wie sie damals stattgefunden haben, zu vermeiden. Aber das ist halt nur noch im Hinterkopf.